So, ich habe dir gesagt, dass ich dir auch zeige, wie wir eine E-Mail-Adresse anlegen. Das ist natürlich super wichtig, dass du eine professionelle E-Mail-Adresse hast und nicht irgendwie Google oder GMX für deinen Shop. Das Problem hierbei wäre, dass das nicht so vertrauenswürdig aussieht. In dem Fall, wenn du jetzt eine Domain registriert hast, ja, in diesem Fall sagen wir jetzt nexther.com, gehen wir hier weiter, klickst du hier auf das Zahnrad. Dann öffnet sich das Pop-up-Fenster und du klickst hier unten auf E-Mail-Adresse anlegen. Dann kommt dieses Fenster. Hier hast du eben mehrere Möglichkeiten. Entweder bestellen, das siehst du hier eh, oder du sagst Mail Basic, 2 GB Postfachspeicher anlegen, das ist kostenlos dabei, wenn du die Domain kaufst. Das reicht vollkommen aus. Ja. Du musst schon sehr groß sein und sehr viele E-Mails erhalten, damit du sagst, okay, du brauchst das nächste. Das habe ich jetzt nach 1,5 Jahren in etwa gebraucht an meiner größten, ja, so bei 1,8 Millionen Euro Umsatz, und ich hatte schon einiges an Support-Anfragen. Deswegen, du kommst mit denen auf jeden Fall lange aus. Dann klickst du hier auf Anlegen, dann kommt gleich das nächste Fenster, das ist super simpel. Hier hast du eben so nennt sich dann deine Domain. Ja? Also so wie deine Domain ist, so nennt sich auch die Endung deiner E-Mail-Adresse. In diesem Fall at nexther.com, und hier gibst du zum Beispiel ein Office oder Support oder Kundenservice, je nachdem, was in welches Land du verkaufst und was dir eben am meisten zusagt. Support oder Kundenservice oder so, das passt am besten. Dann würde deine E-Mail nämlich heißen support at nexther.com oder Kundenservice at nexther.com oder wie deine URL dann eben sich nennt. Dann gibst du noch ein Passwort hier ein und dann ist das eigentlich schon erledigt. Du brauchst hier sonst nichts machen. Da gibt es einfach nur so ein paar Zusatzdinge pro Monat, die du machen kannst. So klickst du einfach auf Speichern und dann hast du diese E-Mail-Adresse erstellt. Da gibt es einen Zugang unter IONOS Webmail. Brauchst du nur 1 und 1 E-Mail-Login eingeben in Google und dann kommst du schon auf die Login-Seite und dann gibst du dann einfach deine E-Mail-Adresse ein und dein Passwort und dann kommst du schon in dein E-Mail-Postfach hinein. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil du musst ja auch diese Support-Kunden-Mail in deinen Shopify-Shop einfügen, weil ich habe dir auch gezeigt, wie du diese Kontakt-Page erstellst. Und da ist es natürlich sinnvoll, wenn alle E-Mails von der Kontaktseite, die dort eben in das Formular eingegeben werden, gleich auf die professionelle E-Mail-Adresse kommen. Das war es auch schon wieder zu dem Video und du hast gesehen, das ist wirklich super simpel und ja, wir sehen dich gleich im nächsten wieder.